Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, lieber Bruder. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Alaikum salam. Ich bin der Ibrahim, ich bin 59 Jahre alt und vor circa 2 Monaten zum Islam konvertiert. Maschallah. Und vorher war ich halt eben, komme ich eigentlich ursprünglich aus der katholischen Kirche, römisch-katholischen Kirche, und habe jahrelang in Freikirchen mitgelebt und gearbeitet und habe so meinen Weg einfach zu Gott gefunden. Und jetzt durch die Brüder und auf der Arbeit und Koranlesen zum Islam gefunden. Und das hat halt eben mein Leben, früher hätte ich gesagt, auf den Kopf gestellt, heute sage ich, es hat mich auf die Füße gestellt. Mhm. Und ich habe die für mich einfach endlich nach vielen Jahren die Ruhe und den Frieden gefunden, den ich jahrelang gesucht habe. Durch verschiedene Aktionen und Erlebnisse einfach in meinem Leben. Für mich war eigentlich eine wesentliche Sache in meiner Jugend, dass ich sehr viel, sag ich mal, auf Beerdigungen war, weil in meinem Umfeld ziemlich viele Leute gestorben sind. Durch natürliche Tode, Unfälle und sonst was. Und das prägt halt einen. Und da stellt man sich halt auch die Frage, was ist das Leben, beziehungsweise was bringt einem dieses Leben und wie geht es letztendlich danach weiter? Und diese Fragen hast du dann alle erst richtig später im Islam beantwortet bekommen? Die habe ich dann später durch den Koran beantwortet bekommen, beziehungsweise halt eben im Gebet und auch durch die Brüder. Mhm. Das ist halt sehr wichtig, dass man da auch den Kontakt zu den Brüdern hat und nicht einfach irgendwo sein eigenes Leben als Einzelgänger halt lebt. Und für mich war es halt eben dann wichtig, dass solche Fragen halt eben wie, sag ich mal, Leben nach dem Tod und Tod an sich klipp und klar da beantwortet sind. Weil in Freikirchen gab es eigentlich keine Antworten darauf, weil die Leute sich mit anderen Sachen beschäftigt haben. Was habt ihr denn am meisten gemacht, wenn ich so fragen darf? Wenn es ja eigentlich eine religiöse Kirche war und ihr wenig über Religion geredet habt, was habt ihr da gemacht stattdessen? Gut, wir haben zwar sogenannte christliche Sachen gemacht, aber im Prinzip der Schwerpunkt, Veränderung des Einzelnen oder Veränderung des einzelnen Christen oder so, war eigentlich nie das Programm, sondern es ging eigentlich nur so um Äußerlichkeiten, Action und die Leute halt einsammeln, aber nicht um Charakterveränderung, sag ich mal. Also nicht um Gott zu dienen, sondern um sich zu treffen, zu reden. Und die, ja, und halt eben irgendwas zu machen, so scheinbar fromme Sachen zu machen. Es waren letztendlich nur Äußerlichkeiten. Und das war halt eben mir zu wenig. Und gut, zum Teil bin ich dann halt auch durch die Arbeit einfach, weil ich im Dreischichtbetrieb gearbeitet habe, dann da weggekommen. Und das war mir aber auch zu wenig. Und wenn man da Fragen gestellt hat, dann bekam man entweder keine Antwort oder halt eben ganz oberflächliche Antworten. Und diese Antworten haben dich nie richtig überzeugt und auch nie dein Herz richtig berührt, oder? Die waren schon, sag ich mal, gingen auch ins Herz, aber sie haben nicht letztendlich die Veränderungen herbeigeführt, wie jetzt, sag ich mal, die ich in den letzten 2 Monaten durch Koran lesen, Gespräche mit den Brüdern oder halt eben durch das Gebet erlebt habe, weil das, was ich in den letzten 2 Monaten halt erlebt habe, das ist eigentlich mehr als das, was ich die letzten 30 Jahre erlebt habe. Weil ich halt eben sehr viel lese und halt eben auch die Bibel gelesen habe und mich mit, sag ich mal, mit Theologie beschäftigt habe, aber es hat halt eben keine Veränderungen in dem Sinne gebracht, dass ich sagen konnte, das ist es. Es war halt eben, ich sag mal, die Vorstufe, und es war, sag ich mal, für mich notwendig, um den letzten Schritt zum Islam halt eben zu machen. Diesen Koran, den du immer liest, wo hast du den her? Hast du den gekauft oder wo? Den habe ich durch die Brüder, die hier in der Mainzer Innenstadt halt verteilt haben, bekommen und dann halt eben da ständig mit mir rumgeschleppt, weil ich habe immer was zum Lesen dabei, ich brauche was zum Lesen, weil letztendlich das Brot, das esse ich morgens und dann habe ich mittags wieder Hunger
Und wenn ich den Koran lese, dann habe ich einfach, dann bin ich satt. Also das heißt, sogar durch das Koranlesen bist du so abgelenkt und so vertieft, dass du sogar das, quasi das Essen vergisst, aber trotzdem keinen Hunger hast. Richtig, weil das einfach das Herz die Seele satt macht und das Herz satt macht. Das sagt auch Allah im Koran, subhanallah. Allah sagt im Koran, und das Gedenken an Allah, an den Schöpfer, beruhigt das Herz, subhanallah. Und das ist das, was ich eigentlich in den letzten 2 Monaten erlebe. Und das Interessante ist, dass selbst Arbeitskollegen, die mich schon seit 10 Jahren kennen, auf mich zugekommen sind und haben gesagt, was ist los mit dir, bist du Moslem geworden, weil die einfach die Veränderung bei mir in meinem Leben gemerkt haben. Also zum Positiven? Zum Positiven, ja. Wie war das so, als du den Koran gelesen hast? Das, dein Gefühl, als du das erste Mal so richtig den Koran gelesen hast und gemerkt hast, boah, das beantwortet alle meine Fragen. Es war zum einen schon mal, sag ich mal, einfach der tiefe Frieden und die Ruhe, die in mein Leben reingekommen sind. Und zum anderen halt eben, musste ich halt manchmal schweren Herzens den Koran zur Seite legen, weil ich halt einfach irgendwann auch ins Bett muss und dann aufhören musste. Aber letztendlich die erlebt habe, dass der Koran einfach wirklich tiefer reingeht ins Herz und mein Leben halt und meine Gedanken, vor allem auch meine Gedanken verändert hat letztendlich. Also durch das Lesen hast du gemerkt, dass dieses Buch ist direkt von meinem Schöpfer. Es ist eigentlich für mich, es ist zwar, sag ich mal, ein Buch, aber es war für mich nicht ein Buch wie jedes andere, sondern es ist einfach, als Allah letztendlich sein Wort lebendig gemacht hat. Das war also nicht ein Buch lesen oder ein Koran lesen, sag ich mal, wie man es manche Leute verstehen, sondern es war wirklich ein direktes Reden von Allah zu mir. Und weil ich zwischendurch immer wieder Stellen gelesen habe, die man so eigentlich nicht liest. Wie viele Bücher hast du gelesen bis jetzt? So in meinem ganzen Leben? In deinem ganzen Leben, sehr ehrlich. Ich schätze mal so um die 5000. Allahu Akbar. Und da gab es kein Buch, das so wie der Koran ist. Richtig. Allahu ich kann mich Akbar. Noch an das erste Buch erinnern, das habe ich mit 13 Jahren gekauft. Das habe ich durchgelesen, sag ich mal, wie andere Leute ihren Comics oder Karl May gelesen haben. Das war das Aktiengesetz. Und das hat Spaß gemacht, aber das war auch alles. Wie haben deine Mitarbeiter reagiert, als sie gehört haben, du bist jetzt Muslim geworden? Ja, die einen waren halt eben sehr verwundert und die anderen haben halt eben gesagt, ich habe mich verändert zum Positiven hin und ich strahle einfach jetzt einfach eine Ruhe aus und ein Licht. Und die sind auf mich zugekommen und ich bin nicht auf die zugekommen. Und wie haben die muslimischen Mitarbeiter von dir reagiert? Weil du arbeitest ja im Autowerk und sind ja viele Türken und Araber. Wie haben die reagiert? Die sind halt auf mich zugekommen und waren hellauf begeistert und haben mich da wirklich in die Gemeinschaft mit reingenommen. Super. Und die haben dann versucht halt eben mir, so, oder versuchen halt mich jetzt in meinem Glaubensleben zu unterstützen und da halt auch weiterzubringen. Und die Gespräche sind halt wirklich sehr, sehr gut und ich finde es halt wirklich sehr gut, wie ich da aufgenommen wurde. Eine Frage, wie hast du über die Muslime gedacht, als du noch nicht Muslim warst? Was mich, eigentlich bei denen begeistert hat, war einfach diese Beständigkeit und diese das Ausleben im Alltag und nicht das Verschieben auf, sag ich mal, eine Stunde sonntags oder mittwochs bei einer Bibelstunde oder sonst was, sondern die Leute, die das wirklich ausgelebt haben, haben das halt eben im Alltag ausgelebt und das ist das, was eigentlich faszinierend ist. Also nicht Gott auf eine Stunde sonntags zu degradieren. Das heißt, wenn das Gebet war, die sind aufgestanden und sind beten gegangen, und haben es nicht auf ein paar Stunden verschoben oder auf morgen. Und das hat sich richtig fasziniert. Und das war eine Sache, die mich halt eben begeistert hat. Und ich bin jetzt sowieso jemand, der sich für fremde Kulturen eigentlich interessiert. Und eine davon ist die ägyptische Kultur und die arabische Kultur. Und dann habe ich halt eben, bin ich da langsam rangeführt worden. Ja, meine Botschaft oder meine Worte an die Muslime ist relativ einfach. Lest den Koran, weil es A, das Wort Gottes ist und B, es ist
das, was uns letztendlich hier für das Leben, aber auch fürs Jenseits die Nahrung ist. Und ich kann jedem nur empfehlen, einfach diese Religion zu praktizieren und danach zu leben und zu handeln. Und was die Nicht-Muslime, die Christen angeht, empfehle ich da auch mal den Koran zu lesen und sich halt eben auch mit dem praktischen Alltag zu beschäftigen und die zu gucken, dass einfach nicht zu begrenzen, den Glauben an Allah bzw. an Gott nicht zu begrenzen auf 2 Stunden am Sonntag, sondern den Glauben im Alltag, im Beruf, in der Familie auszuleben und zu realisieren als Grundlage, Lebensgrundlage für die, das Diesseits und das Jenseits. Bruder, als du den Islam angenommen hast, ist dir vielleicht aufgefallen, dass viele Muslime gar nicht danach leben, nach dem Islam, richtig? Das ist mir schon vorher aufgefallen. Das war auch eine der. Ach, das war das schon vorher klar? Das war mir vorher schon klar, weil einfach, ich sag mal, man kann nicht Muslim sein und dann in den Knast gehen oder man kann nicht Muslim sein und dann irgendwo gucken, wo man eine nächste Schlägerei anfängt, sondern einfach. Das passt nicht zusammen. Außerdem Sachen, sag ich mal, sich einfach der normale Umgang macht eigentlich deutlich, wo man steht. Und ich sag mal so, dieses Problem ist einfach, und das gilt eigentlich auch für die Christen, Glaube ist keine Sache nicht nur von Tradition, sondern auch, es muss persönlich praktiziert werden. Und man kann sich nicht darauf berufen. Interessant fand ich zum Beispiel die Stelle im Koran, wo es heißt, dass wenn Allah die Leute, die gesamte Menschheit zum jüngsten Gericht zusammenruft, alle als Unbeschnittene dastehen. Das heißt, die Beschneidung alleine macht es nicht, sondern es ist letztendlich die Herzenseinstellung, die den Menschen verändert und den, von da aus der Glaube praktiziert wird und von dem Glaube vom Herzen aus lebt. Möge Allah dein gesamtes Volk recht leiten und unsere Geschwister werden lassen im Islam. Und an unsere Geschwister, die noch weit weg von der Religion sind, inshallah werden sie auch so ein leuchtendes Feuer wie du, der den Islam liebt und nach sich versucht, so gut wie möglich an den Koran zu halten. Oder ich danke dir, möge Allah dich beschützen und uns vereinen im Paradies. Amen. Salam alaikum.